Heute schauen wir uns das Steelbook vom True Grit Remake an. Viel Spaß dabei! Ho, ho, ho. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Steelbook vom True Grit Remake an. Und zwar im Steelbook, jetzt haben wir hier noch die Infocard dran. Die mache ich mal ab. Dann haben wir einmal die Infocard, fange ich mal links oben an. Special Features, Mattys True Grit, vom Reifrock bis Heerschleder, Mode um 1880. Colts, Winchesters und Remingtons, die Waffen des Westerns nach dem Bürgerkrieg. Die Neuerschaffung von Fort Smith, die Besetzung Charles Portis, spricht man das so aus, Portis, Charles Portis, der berühmteste Autor, von dem Sie je gehört haben, die Kamerafahrten von True Grit und Kinotrailer. Dann haben wir hier einmal wieder ein paar Screenshots aus dem Film, Inhaltsangabe, hier unten wieder Blu-ray-Logo, Dolby Audio, DTS, Paramount. Einmal hier nochmal True Grit, Blu-ray-Logo und innen drin nichts weiter. Dann haben wir einen FSK ab 12 Latschen, den man zum Glück abnehmen konnte. Schauen wir uns das Steelbook selber an. Vorne, da man kann es glaube ich schon sehen, ja. Vorne drauf einmal den Jeff Bridges, und zwar ist der komplett hervorgehoben. Da kann man sehen, dass der komplett hervorgehoben ist. Und setzt sich somit etwas von dem anderen Hintergrund ab. Und das Ganze hat so einen abgenutzten Look halt. Fässt sich allerdings nicht so wertig an wie andere Steelbooks. Es wirkt irgendwie, als wenn das so dünneres Material hier verbaut worden ist. Dann haben wir einmal Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin. Written for the screen and directed by Joel and Ethan Coen. True Grit. Und dann haben wir hier im Hintergrund halt nochmal die anderen Darsteller. Hier unten ist nochmal ein Bild aus dem Film. Auf der Rückseite haben wir einmal Jeff Bridges als Marshall Rooster Cockburn, der ja im Original von John Wayne gespielt worden ist. Das Original trägt übrigens den Titel Der Marshall. Und das Ganze soll anscheinend kein Remake sein, sondern eine Neuinterpretation von dem Film Der Marshall, beziehungsweise True Grit, heißt er ja im Original. Das Bein ist einmal so ein bisschen, finde ich jetzt nicht so schön hier, wenn man hier die Scharniere sehen kann. Dann haben wir hier einmal Paramount-Logo, Blu-ray-Logo, True Grit. Das Ganze hat so ein bisschen, das ist schon, wie ich mir es gedacht habe. Das ist so, als wenn das so, wenn die so recht günstige Materialien verbaut haben hier oder benutzt haben. Schauen wir mal rein. Da haben wir, fangen wir mal mit der Blu-ray an. Die Blu-ray kommt wirklich extrem klassisch daher. Oder ja, oldschool. Da ist nämlich gar nichts drauf. Es ist einfach nur ein Silberling, wo die Schrift aufgedruckt worden ist. True Grit, Blu-ray, Feature Film, Special Features, FSK ab 12. Unten wieder die Logos: Blu-ray Disc, DTS, HD, Master Audio, Dolby Digital, Paramount. Im Hintergrund haben wir, ja, das kann man leider nicht wirklich gut erkennen, zumindest auf der linken Seite, weil die Prägung extrem stört bei dem Bild. Und zusätzlich haben wir wieder diese Milch, dieses milchige Plastik hier drin. Wir haben auf eine Schießerei ist im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das schon zum Ende hin ist. Ich habe das, diese Version, ehrlich gesagt, nur einmal gesehen, im Gegensatz zum Film, zum Original mit John Wayne, welchen ich dutzende Male schon gesehen habe, weil der einfach rockt. Das Remake hier fällt leider sehr ab, wenn man
zu sehr am Original hängt. So als Standalone-Western ist er okay, aber man darf ihn halt wirklich auch nur als Standalone-Western sehen, finde ich. Nicht als Remake vom Original, da kann er bei weitem nicht mithalten. Auf jeden Fall gefällt mir das innen drin nicht so doll. Ist wirklich ein bisschen lieblos gemacht. Am besten finde ich die Rückseite von dem Steelbook. Das ist richtig cool. Vorne, da hat man vielleicht, ich weiß nicht, versucht, irgendwas Neues zu machen oder so. Ist halt, ich habe es halt mir gekauft, weil ich das günstig gekriegt habe für einen Zehner. Deswegen habe ich mir das Steelbook geholt. Ich fand den Film eigentlich so nicht schlecht. Wie gesagt, als Standalone-Film ist er cool, aber man darf ihn nicht in Verbindung mit dem Original sehen, dann ist er nicht mehr so cool. Zumal die deutsche Synchro von dem hier auch nicht wirklich geil ist. Also nicht wirklich gelungen ist, wenn man den Film mal in Originalsynchro gesehen hat. In Originalsynchro ist dieser True Grit-Film richtig, richtig klasse. Alleine Matt Damon mit seinem Slang, den er da raushaut im ganzen Film. Und auch Jeff Bridges als Rooster Cogburn ist richtig gut. Das kommt alles in der im Original, also was heißt im Original, in der deutschen Synchro, alles gar nicht so rüber. Deswegen spricht er auch so, deswegen spricht Matt Damon im Deutschen auch so komisch. Ja, ist ein bisschen unglücklich, das Ganze ist, aber trotzdem kann man ihn gucken, ist ein guter Western, ansonsten. Ja, das war's auch schon mit dem kleinen, enttäuschenden Steelbook, sag ich einfach mal heute. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich wie immer übers Einschalten und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, meine Freunde.